Solche Bilder sieht man nicht alle Tage. Robin Bertram konnte am Freitagnachmittag in Remscheid diesen Tornado filmen. Die Situation war alles andere als ungefährlich. Einige Straßen weiter wirbelte der Sturm so heftig, dass Dachziegel durch die Luft flogen. Autos und Fensterscheiben wurden beschädigt, außerdem stürzten Bäume um. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Dass Tornados nicht nur in der Nähe von Schwergewittern entstehen, zeigt dieses Bild aus Wettermaps. Man erkennt zwar eine Schauerzelle, Blitze wurden zum Zeitpunkt des Sturms aber nicht registriert. Hier noch eine Anmerkung zur Begrifflichkeit solcher Stürme. In vielen Medien wird immer noch der etwas harmlos klingende Ausdruck Windhose verwendet. Da es sich auch dabei um nichts anderes als einen Tornado handelt, gibt es Initiativen unter den Meteorologen, einheitlich nur noch diesen Begriff zu verwenden. Zum einen drückt er die Gefahr aus, zum anderen soll er der Meinung entgegenwirken, dass es in Deutschland keine Tornados gäbe. Mehrere Dutzend pro Jahr sind schon immer völlig normal gewesen. Im Zeitalter von Smartphone und Internet ist die Dokumentation heutzutage nur viel einfacher geworden.